Willkommen zurück zu einem neuen Part zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2. Und schnurstracks geht's auch weiter mit der Kampagne, deswegen Story fortsetzen. Ja. Eine neue Eingreiftruppe-Mission ist verfügbar. Die Mission so und so ist nur für 2 weitere Kampagnenlevel verfügbar. Bestätigen. Was meint ihr jetzt damit? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielen wir wieder mal in der Zukunft mit den David Mason. Was gibt's an Waffen? Schauen wir uns mal kurz an. Die ist empfohlen. Dabei belassen wir das auch. Eigentlich sind die empfohlenen Dinger immer am besten. Also, Level Start. Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. China würde Milliarden zahlen, um diese Drohne zu bekommen. Buen fortuna de Falco. Gutes Karma. Die Cyberwaffe. Moment, da. Genau da. Seht ihr das? Querverweis des Bildes mit aktiven US-Firmenlogos. Kein Treffer. Querverweis weltweit. Moment mal, Moment. Das ist Colossus. Die Karma-Waffe ist auf der schwimmenden Stadt. So konnten sie so nah ran ans Festland. Salazar, mach eine Eingreiftruppe bereit. Aufbruch in 60 Minuten. Informier Admiral Briggs. Wir kommen Menendez richtig nahe. Ich brauche unbedingt ein paar Antworten direkt von der Quelle. Ich treffe Wurz in der Kammer. Alles der Reihe nach. Karma. Okay, ich habe jetzt nur Bahnhof verstanden. Sei es drum. Die Story ist wirklich ziemlich... eigentlich ist es eine gute Story, aber... Sie ist so zwickt und... man versteht nicht alles. Ist aber okay so. Verstanden. Icarus 9, beginnt Sinkflug. Alle Kanäle offen, Farid. Wir hören alle zu. Okay. Ihr werdet als Gewerkschaftsinspektoren ausgewiesen. Ihr habt Zugang zu den meisten Bereichen, außer dem gewünschten. Der Zentralcomputer wird gesondert geschützt. Der Zugriff ist nur mittels Netzhautscan möglich. Und hier kommt Siggi ins Spiel. Der Siggi. Kurz gesagt, der Computer ist unsere Chance, Karma vor den Falkos-Leuten zu finden. Farid, konntest du auf die Personaldateien zugreifen? Noch nicht. Die Verschlüsselung ist ziemlich kompliziert. Komm schon, du schaffst das. Yay. Schnell mal die Sonnenbrille auf, damit wir auch so cool aussehen. Ja, so wie du aussiehst. Dein Gesicht sieht nicht gut aus, Sharper. Hey, vergiss das Gesicht. Hinter dem Körper werden sie hier sein. Ja, klar. Ja, klar, Harper. Meinst du, die erwarten Ärger? Es ist die reichste Stadt der Welt. Was sie zu einem wahrscheinlichen Ziel für Raul Menendez macht. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Klingt doch hier alles ziemlich vielversprechend. Ich hasse es, wenn man so langsam laufen muss. Ich komme damit echt nicht klar. Am liebsten würde ich gleich losrennen. Der ist ja ein ganz cooler. Schaut ihn euch ein. Okay. Cool bleiben. Was denn? Gefährliche Materialien entdeckt. Oh, das ist ein Missverständnis, okay? Wir arbeiten an der Umgestaltung. Das kommt bestimmt von der Baustelle. Puh, ich dachte schon. Wo Sie sind. Peters, können Sie kommen? Wir haben ein Problem. Ich dachte schon. Danke. Aber rasier mal den Schnäuzer ab, Junge. Ist nicht mehr zeitgemäß. Die Abschirmung hat funktioniert. Der Scanner hat nichts gesehen. Okay, jetzt zeig deine ID und geh einfach durch. Hallo, Baby. Wir sind von der Gewerkschaft. Egal, wir sind ja auf einer Mission. Wie jetzt? Die Leute arbeiten nicht so viel im Kolossus. Was ist das? Ein automatisches System durch deine biometrischen Daten ausgelöst. Was denn? Wir fahren alle zur Hölle, Mann. Sprich für dich selbst, bitte. Was? Komisch. Alles so ziemlich verwirrend. Und jetzt, Leute? Okay, in den Fahrstuhl. Gibt's schöne Fahrstuhlmusik noch dazu? Zu auf mich wegzuschubsen. Kontrollpunkt erreicht. Okay, fährt die auch mal hoch. Wow, sieh dir das an. Dieser Ort ist unglaublich, was? Hey, was kostet es wohl, hier ein Wochenende zu verbringen?
als du in einem Jahr verdienst. Kein Scheiß. Echt? Dann habt ihr ja wirklich einen beschissenen Job. So viel einsammelt. Harper, durchsucht das Stockwerk. Salazar und ich begeben uns zum Einstiegspunkt. Jupp, das machen wir mal, wenn du sagst. Verstanden. Oh, wie geht's dir, Schönheit? Piss dich, Arschloch. Mann, das war eine coole Abfuhr. Knallhart. Soweit, so gut. Meinst du? Hey, Sie sollten hier nicht drin sein. Wie? Wir sind von der Gewerkschaft. Genau. Hier. Das waren unsere Marken. Section, ich bin drin. Leg los. Colossus hat kürzlich private Militärdienstleister eingestellt, um das Sicherheitsteam zu verstärken. Kubanische Ex-Miliz. Wir sind gerade in ein paar von denen reingelaufen. Ich hasse Spinnen. Aber die sieht irgendwie cool aus. Legen wir los. Ach, das ist Ziggy. Ah, okay, Ziggy. Dann leg mal los. Harper, das Sicherheitsteam ist voll von denen. Sie sind feindlich. Irgendwas Ungewöhnliches? Wir müssen wissen, was ihr Ziel ist. Verstanden. Also wir sind Ziggy. Dieses krabbelnde... Ziggy kann sich an den was? An den meisten Oberflächen, glaube ich, festkleben. Achte gleich auf das Loch. Ziggy kann rüberspringen. Wohin denn? Was für ein Loch? Ach so, da. Ja. Alter, warte. Jetzt. Was machen Sie? Sprengstoff platzieren. Aha. Sie wollen das Schiff hochjagen? Erst wenn Sie Karma gesichert haben. Okay. Papa, aufpassen! Die Söldner machen an Bord Sprengsätze scharf! Ich verfolge hier gerade ein paar von denen. Achso, wir müssen hier. Verdammt! Wir hauen besser rein. Komm, lauf, lauf, lauf. Okay. Gut. Da haben wir mal jetzt den Strom abgestellt. Wo lang müssen wir jetzt? Okay, hier lang. Laufen wir mal. Läuft er eigentlich schneller? Oder krabbelt er schneller? Ja, ich glaube schon. Alter, wo lang denn? Das ist alles so ziemlich verwirrend jetzt. Jawohl, so. Weiter runter. Aha, da müssen wir hin. Jupp, hier sind wir richtig. Spring. Alter, was war denn das jetzt? Das ist irgendwie cool gemacht, aber auch ziemlich verwirrend. Wir müssen da rüber, oder wie? Ja, das müssen wir. Zack, springen mal. Nein! Verdammt! Alter, ich habe echt so Perspektivenprobleme, denke ich mal. Soll ich zum Arzt gehen deswegen? Ja, komm, wenn ich irgendwie springe, dann ändert er auch seine ganze Perspektive dadurch. Okay, wie kommen wir da oben hin? Krabbeln wir mal erstmal hoch. So. Ja, warum springe ich auch dorthin? Ich. Soll ich mal? Jawohl. Geht doch. Geht doch alles. Dann springen wir hier hin. Alter, wo bin ich jetzt? Oder beziehungsweise wo muss ich hin? Alter, das kotzt mich jetzt aber echt an hier. Okay, auf zum dritten Mal. Wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, jetzt die Perspektive mit einzuberechnen. Ja, jetzt drehe dich da um. Jetzt kotzt mich Ziggy auch an. Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit hier irgendwie? Ja, warum klettern wir nicht hier rüber? Ah, weil es nicht geht. Verdammter Mist. Nochmal. Ich weiß, es ist so ziemlich stressend. Sei es drum. Mich stresst es hier am meisten, glaubt mir. So, jetzt. Kann ich darüber eigentlich? Müsste ich doch. So, nochmal das Ganze. Und ich hoffe, diesmal klappt es aber auch.
zack. So, ja, warum mache ich das beim ersten Mal nicht gleich so? Weiß der Geier. Und zack, geht doch. Geht doch, Sigi. So. Die Markierung. Ja, was ist damit? Ich weiß schon. Zack. Ausschalten. Ist das ekelhaft. Komm, du hast so viele Stromschläge jetzt bekommen. Noch ein. Alter, was machst du da? Okay, komm, mach hin. Oh, oh. Nein. Verdammt. Die ganze Arbeit umsonst. Na, wenigstens konnten wir den scannen. Oh, oh. Boom. Alter, willst du mich jetzt veräppeln? Und wo denn? Wo denn? Ich sehe hier keinen. Wer schießt da bitte auf uns? Komm, Kopf raus. Kopf raus. Ich hab dich eben gesehen. Alter, sind die genau beim Schießen. Das gibt's doch nicht. So, jetzt bist du hinüber. Ah, da ist noch einer. Ist da auch einer? Jawohl. Ja, und du mach bloß gar nichts. Also echt, die KI ist wirklich... Was gibt's hier zu interagieren? Na, wo kann man denn interagieren? Ach, erst hier. In den Personaldateien mit ihrer biometrischen ID. Lad die Daten auf mein Hub. Verstanden. Verstanden. Okay, kurz mal weiter hier. Platziere Ablenk. Sicher, dass das funktioniert, Farid? Ich dachte, du vertraust mir. Okay. Okay, warum hat er jetzt so seine Hände, als würde er gerade zaubern wollen? Okay, D. Wo ist das? No match found. So, D und wieder zurück. Komm, mach hinne. Und D nochmal nach links. Ach, das war die Kleine. Okay. W und nach vorne. Es ist eine Frau. Was du nicht sagst. Lynch, Mitarbeiterin von Tacitus. Bis vor kurzem. Jetzt kennen wir ihren Namen. Wir können sie auf dem Schiff orten. Ja, das wird, glaube ich, machbar sein. So, Ziel erfüllt. Und bevor es weitergeht, mache ich hier mal eine kurze Pause. Habt ihr Lust? Dann schaltet wieder ein im nächsten Part. Bis dann, ciao.